willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem sportlichen Kanal. Ich möchte mich heute um die Frage kümmern, was ist eigentlich Tabata-Training? Ja, und vielleicht zuerst mal eine kurze, knappe Zusammenfassung. Tabata-Training ist ein Intervalltraining, also ein Wechsel aus Belastungsphase und Erholungsphase. Im Fall Tabata 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, davon insgesamt 8 Durchgänge. Und nach diesen 8 Durchgängen optional eine Serienpause von einer Minute, gefolgt von einem weiteren Durchgang eines weiteren Zirkels. Wo kommt denn jetzt der Begriff Tabata her? Ganz einfach. Im Jahr 1996 hat ein Dr. Izumi Tabata eine Studie durchgeführt. Mit zwei Gruppen insgesamt. Die erste Gruppe hat 5-mal pro Woche ein Ausdauertraining nach der sogenannten Dauermethode gemacht. 60 Minuten. Und die zweite Gruppe hat eine Intervalleinheit gemacht. 4-mal pro Woche mit der Option 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 8 Durchgänge und eine 5. Einheit pro Woche nach der Methode, mit der auch die erste Gruppe gearbeitet hat, also 60 Minuten Dauermethode. Und die Ergebnisse aus dieser Studie, die waren wirklich beeindruckend. Denn die Verbesserungen in der aeroben Ausdauer waren bei beiden Gruppen nahezu gleich. Wohlgemerkt, die zweite Gruppe, die das Intervalltraining gemacht hat, hat deutlich weniger nach der Dauermethode gearbeitet. Im Bereich der anaeroben Verbesserung war die zweite Gruppe deutlich überlegen. Fazit daraus, mit weniger Zeitaufwand hat die zweite Gruppe bessere Gesamtergebnisse erzielt als die erste. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann wirklich gut, wenn du in deinem Intervalltraining bis an deine Grenze gehst. Wenn du das nicht tust und du nicht in diese Sauerstoffschuld kommst, wirst du davon nicht wirklich profitieren können. Fazit und Zusammenfassung. Tabata ist nicht geeignet für Einsteiger. Du solltest also ein gewisses Fitnesslevel haben. Es ist perfekt, wenn du nicht viel Zeit hast. Und drittens, es ist perfekt, wenn du dich auf einem Plateau befindest im Training, wenn du also nicht mehr weiterkommst und du möchtest neue Impulse setzen. Dann solltest du Tabata unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, du konntest wieder einige nützliche Informationen aus diesem Video herausziehen. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt, was ist eigentlich? Und ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben, über Kommentare und über ein Kanalabo. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleib fit.